Haben wir noch eine Rakete hinter uns? Ich sehe nichts. Wuhu! Boah, so heftig, ne? Ich liebe es. Herzlich willkommen zurück zu Digital Combat Simulator. Heute an Bord der FA-18C Hornet und damit in einem sehr, sehr schnellen und starken Mehrzweckkampfflugzeug auf dem Flugzeugträger der Stennis. Wir müssen direkt starten, denn wir haben heute einen ganz klipp und klaren Auftrag. Erstmal hier die Triebwerke vollladen, Nachbrenner zünden und volle Kraft. Dann geht's los. Fahrwerk einfahren, Landeklappen einfahren und dann starten wir erstmal durch Richtung Himmel. Denn wir haben den Auftrag, unsere Einheiten nahe Georgien zu unterstützen. Nämlich ist eine Kommando- und Kontrolleinheit gemeldet. Und zwar ziemlich genau inmitten hier des ganzen Komplexes. Denn dort sind ein paar Einheiten und ein paar Luftabwehrstationen, wie man hier sehen kann. So wie hier sehen kann. Und zwischen zwei Dörfern hier wurden dann eben die Feinde gemeldet. Und heute mit einer kompletten Wende am Flugzeug. Denn wir sind ja die A10C, die Warthog gewohnt, ne? Wer sie nicht kennt, oben rechts geht's zum Video. Aber ich kann euch sagen, das hier ist eine ganz, ganz andere Liga und auch ein ganz, ganz anderes Flugzeug. Also komplett anders. Es ist fast nicht so, wie wir es kennen, könnte man sagen. Denn wir haben nicht nur von der Kontrolle und Steuerung und auch eben von den Einstellungen ganz andere Sachen zu beachten, sondern wir haben natürlich auch vom Fliegen selber und von der Bedienbarkeit komplett andere Voraussetzungen. Wie man schon merkt, das Flugzeug ist extrem schnell und wendig, es beschleunigt, wie man unschwer sehen kann, recht flott. Es hat einen etwas starken Nachbrenner, wir können über Mach 1 fliegen und wir haben natürlich, wie man recht sehen kann, ein komplett anderes Navigationssystem. Nämlich haben wir hier auch ganz, ganz andere Systeme verbaut. Natürlich können wir von Flugzeugträgern aus starten und landen. Das sind natürlich alles so Sachen. Ich sage jetzt mal, die sind natürlich nicht ganz so auf A10C Standard und Niveau. Dementsprechend haben wir hier auch in ganz, ganz andere Voraussetzungen, um uns zum Beispiel um Feinde zu kümmern. Wir können viel schneller über ein Ziel hinwegfliegen, es attackieren und eben auch ausweichen, sind aber dafür lange nicht so gut gepanzert und nicht so gut mit Anti-Air-Maßnahmen ausgestattet, wie jetzt zum Beispiel in der A10C Warthog, die wir bereits ziemlich gut in den letzten paar Videos kennengelernt haben. Aber ich möchte euch auf jeden Fall zeigen, was mich an dieser F-18C Hornet so begeistert, und das ist echt die Geschwindigkeit und auch die Wendigkeit, die wir uns heute auch anschauen werden und müssen natürlich, wenn wir die Feinde unter Beschuss nehmen. Wir haben zwei Mark 84 Bomben an Bord, an diesen Stationen hier, wie man sehen kann. Das ist auch komplett anders wie bei der A10C. Und natürlich zwei 9M Sidewinder Raketen an den äußeren Flügelstationen, die man hier auch ganz unschwer erkennen kann. Ja, die Bomben, von denen wir nur zwei mit uns führen, die müssen wir natürlich schlau einsetzen, weil wir haben nicht so ganz so viele Chancen, das unter Beweis zu stellen, wenn wir im Anflug sind. Wir haben ja gesehen, da sind recht viele Flugabwehreinheiten. Dementsprechend müssen wir uns erstmal dorthin auf den Weg machen. Wir werden schön steigen, weil, ihr seht ja da schon, unsere ganzen Kollegen sind da auch in der Luft und auch unser Wingman ist hinter uns, den man jetzt gerade ein bisschen schwer sehen kann. Aber wir müssen natürlich, wie wir wissen, auch uns um die Kondensstreifen kümmern, ganz wichtig, weil ich finde, die schauen hammermäßig aus, wenn man mal welche macht. Und das will ich euch auf jeden Fall zeigen. Das ist natürlich mit der A10C nicht so richtig möglich, weil die A nicht ganz so hoch fliegt wie die und B natürlich nicht so einen Schub erzeugt und Nachbrenner hat sie erst recht nicht. So, wie man jetzt gleich sehen kann, wenn wir in die entsprechende Höhe kommen und auch an uns vorbeifliegen, sehen wir quasi, ne, wie der Sound entsteht, erst wenn wir hinter dem Flugzeug sind. Und jetzt mit schicken Kondensstreifen sieht das halt auch Hammer aus. Ne? Boah. Genial, genial. Also wer ein Flugzeugfan ist wie ich, der findet das Ganze natürlich auch hammermäßig. So, wir haben hier zwei Modi, und zwar einmal Anti-Air und Anti-Ground. Die wechseln sich hauptsächlich hier natürlich auch in dem HUD durch. Und heute werden wir mit den Bomben
den Mark 84 im CCIP-Modus agieren. Was heißt CCIP und was ist das? Also CCIP ist Continuously Computed Impact Point, soweit ich weiß. Was bedeutet, wir werden auf dem HUD unseren Einschlagpunkt sehen und müssen anhand dessen abwerfen. Und dazu müssen wir eben in den Sinkflug gehen, zwischen 30 und 40 Grad, so in dem Bereich. Dann können wir ziemlich genau, aber eben durch eigenes Auslösen, die Bombe abwerfen. Wie wir ja bei der AC&C gesehen haben, war es so, dass wir bei der AC&C zum Beispiel jetzt mit CCRP gearbeitet haben, wo wir nur den Release-Punkt gesehen haben, also einen Timer, ne, der durchläuft, und dann einfach automatisch das Flugzeug abgeworfen hat, wenn wir gedrückt gehabt haben. Was natürlich genauer ist, ne, kann man nicht leugnen, aber bei der AC&C wäre sowas wie CCIP ein bisschen zu gefährlich gewesen, weil wir ja natürlich wissen, bei der AC&C, dass wir sehr langsam sind. Ne? Und wenn wir dann direkt auf den Feind zufliegen, dann stürzen wir mal ganz gern ab. Wie unschwer zu erkennen war in den ein oder anderen Videos. Deswegen. Gut. Wie wir sehen, nähern wir uns jetzt auf dem rechten Bildschirm dem Wegpunkt, den wir uns auch nähern sollen. Das ist Wegpunkt 2, wo wir jetzt gleich dann eine Linkskurve machen Richtung Wegpunkt 3. Und bei Wegpunkt 3 ist es so, dass genau dort oder ziemlich genau dort zwischen den zwei Dörfern ist dieser nämlich, den Feind attackieren müssen quasi. Was ist denn das da links? Ist das ein Feindflugzeug? Oh Mann. Ich glaube, wir müssen uns noch schnell um das Feindflugzeug da kümmern, bevor das uns hier Probleme macht. Schub leicht reduzieren, wir sind nämlich ein bisschen schnell, ne? So, und dann drehen wir mal schnell Richtung Feindflugzeug, wechseln in den Anti-Air-Modus. Wir haben doch hier schicke 9Ms dabei, Sidewinder. Dann können wir die gleich nutzen. Wow, da ist was auf dem Weg zu uns. Schöne Raketchen. So, wo haben wir denn den Feind? Habe ich ihn aus den Augen verloren? Müssen wir jetzt gleich mal schauen. Haben wir noch eine Rakete hinter uns? Ich sehe nichts. Wuhu! Boah, so heftig, ne? Ich liebe es. Gut, wo haben wir denn jetzt hier unseren Kollegen von gerade eben? Oder wurde der schon runtergeschossen? Ich glaube es ja nicht. Da links war die Rakete, glaube ich. So, wir müssen ein bisschen Ausschau halten jetzt. Vorsichtig hier. Dann schauen wir mal schnell hier, ob wir den Feind noch sehen. Ja, hier ist noch eine MiG. Ah, okay. Die eine MiG ist links neben uns, die andere kommt jetzt gerade quasi entgegen. Und wir haben hier auch unsere F-14, also die helfen uns auch ein bisschen aus. Ich schätze mal, dass die Feinde viel tiefer fliegen werden. Ist natürlich auch logisch für die. Ah, guten Tag, mein Freund. Sind Sie eine MiG? Ich glaube schon, weil der macht gerade Täuschkörper und versucht den Raketen auszuweichen. Ja, Sidewinder-Raketen sind nämlich, wie man weiß, Infrarot gesteuerte Raketen. Das bedeutet, dass auch sowas wie Täuschkörper natürlich sehr, sehr effektiv sind gegen diese Rakete. So, einen Moment. Da haben wir unsere MiG. Die werden wir jetzt gleich unter Beschuss nehmen. Das Tolle an den Sidewinders, sie erkennen das Ziel automatisch. Wir müssen nur freigeben für die Sidewinder. Feuer frei. Rakete raus. So, er zieht auch schon die Täuschkörper raus. Aber das hilft ihm nichts. Ich glaube, wir haben getroffen. Ja, ich glaube, der stürzt ab. Perfekt. Gut, ein Feind weniger. Wir haben aber, glaube ich, noch einen, ne? Und wir haben ja noch eine Sidewinder an Bord. Also wir können unsere Lufteinheiten auch gerne unterstützen. So, wir müssen wieder ein bisschen mehr Schub hinzugeben. Gleich mal aufpassen, wo haben wir die Feinde? Ah, ich sehe jetzt gerade nur noch unsere Kollegin. Die FA-18 ist auch hinter uns, unser Wingman. Aber ansonsten sehe ich jetzt gerade keine mehr. Und ich glaube, gut, sie sind ein bisschen weiter nördlich angesiedelt. Ein, zwei Einheiten. Aber wir können uns jetzt, weil die wieder ein bisschen weiter weg sind, dem eigentlichen Ziel wieder widmen. Dementsprechend wieder in den Anti-Ground-Modus schalten. Die MK84 auswählen. Wir werden zwei Anflüge machen auf das Ziel. Einen Anflug mit der ersten Bombe, den zweiten Anflug mit der zweiten Bombe. So, das bedeutet, wir machen uns jetzt gleich ready. Wir werden jetzt ein bisschen Schub auch drauf geben, weil wir wollen dann wieder schnell hochziehen. Quasi. So, wir sehen hier dann gleich diesen Weg, wo wir abwerfen müssen zwischen den zwei Dörfern, was ich auch gemeint habe. Und dort müssten oder müsste diese eine feindliche Station sein, die gemeint war. So, wir werden dann gleich auch Sichtkontakt erhalten, glaube ich, und können dann recht präzise abwerfen. Da links haben wir die ganzen Flugabwehrstationen, was natürlich ein bisschen gefährlich ist, ne? Da haben wir auch noch so ein paar Flugabwehreinheiten. Meine Güte, was die hier alles auffahren an Flugabwehr. Wir wissen doch ganz genau, dass wir kommen. So, dann schauen wir mal gleich. Wegpunkt 3.
Ja, ganz ruhig, mein Freund. So, wo haben wir unser Ziel? Da haben wir nicht unser Ziel. Mal schauen. Da vorne ist unser Ziel. Ja. Okay, dann werden wir jetzt gleich uns bereit machen. Die erste zuerst, ne? So, und mal schauen. Ja, das können wir nicht machen. Wir müssen nochmal durchstarten. Gut, wir müssen nochmal durchstarten. Das war definitiv zu tief. Das Ziel haben wir, weil wir zu tief waren, zu spät gesehen, leider. Da müssen wir nochmal hoch und erneut anfliegen. Sollte aber kein Problem sein, besonders mit unseren 1100 Sachen, die wir jetzt gerade drauf haben. Da können wir schnell steigen und auch schnelle Manöver durchführen. Immer schön die Spiegel im Auge behalten. Ja, passt. Gut. Dann hätte ich gesagt, da hinten ist unser Ziel. Jetzt haben wir ein eindeutiges Ziel. Drehen. Machen uns bereit. Und dann schicken wir mal die erste Bombe runter. Man sieht, ne, wir haben so viel G. In dem Moment jetzt gerade 5,5 waren das. Ja, Mahlzeit, ey. Was das Flugzeug aushalten muss, ist der Wahnsinn. So, da haben wir die Ziele. So, jetzt versuchen wir das recht genau abzuwerfen. So, wir haben jetzt gleich Mach 1 drauf. Also vorsichtig. So, bisschen langsamer. Und jetzt müssen wir quasi genau über dem X dann abwerfen. So, und bereit machen. Und Feuer frei. Einer ist raus. Das bedeutet, wir werden jetzt wieder Gas geben. Durchstarten, hochziehen. Und dann schauen wir mal, ob wir getroffen haben. Sehr schön, Volltreffer. Target destroyed. RTB, wir müssen zurück zur Basis fliegen. Also mit einem einzigen Schuss schön rausgenommen. Der Befehl lautet, zurück zur Basis zu fliegen. Das bedeutet, wir werden das berücksichtigen. Wegpunkt 5 wäre hier. Das heißt, wir werden Richtung 5 fliegen. So. Ja, ein sehr, sehr schöner Schuss, wie ich fand. Also entspannt. So, wir werden wieder auf Anti-Air schalten. Für den Fall, dass wir jetzt gleich noch Besuch kriegen. Und ich finde einfach auch das Flugzeug an sich so geil. Hammermäßig. So, gut. Wegpunkt 5, wo bist du? Ja, jetzt haben wir beides gesehen, ne? Mal Anti-Air und ein bisschen Anti-Ground. Wobei ich finde, dass das Flugzeug eben so einen heftig coolen Spagat macht. Und wenn man das Flugzeug mal schön belädt, was natürlich beim Start vom Flugzeugträger jetzt nicht so leicht ist, ne, weil der braucht ein entsprechendes Gewicht. Aber wenn man das Flugzeug mal so richtig schön belädt, dann macht es auch übel Laune, ne? Aber wir nehmen direkt Wegpunkt 6 als Zielpunkt. Volle Kraft. Und wir fliegen jetzt gerade ca. 658, ne, wie das steht, was 1200 km/h sind. Also ziemlich genau Mach 1. Und deswegen geht das Ding auch so heftig ab. Und ja, ich glaube, man sieht's, ne? Man hat da entsprechend Laune. So, dann fliegen wir mal zurück. Ich glaube, das müsste jetzt dann unser Flugzeugträger sein. Schauen wir mal, ob wir eine gescheite Landung hinkriegen.